Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem weiteren Live-Haul. Es geht gleich zu Rossmann live shoppen. Ich habe mich jetzt allerdings hier noch bei meinen Eltern in den Garten gesetzt, weil der Rossmann einfach gerade noch nicht auf hat. Und ich habe gedacht, ich genieße doch ganz kurz die Sonne. Ich hoffe auch, dass ihr mich hier gut verstehen könnt. Ich filme hier gerade mit meinem Handy. Und ja, da würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zu Rossmann. Der müsste jetzt endlich gleich öffnen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Es gibt wieder so schöne Sonnenbrillen und hier ist so eine große Auswahl. Guck mal bitte, wie hübsch die sind. Die hier gefällt mir gerade voll gut. Sehr, sehr schick. Oder was sagst du? Wie findest du die? Schreib mir gerne mal. Ich finde die voll schön. Ich habe hier gerade voll die witzigen Ohrringe entdeckt. Schau mal bitte. Ist das nicht lustig? Die musste ich dir jetzt unbedingt zeigen. Ich fand die so witzig. Bei den Deos wollte ich dir unbedingt noch was zeigen und empfehlen. Und zwar habe ich mir voriges Mal den hier gekauft. Und ich nehme sonst immer diesen teuren hier. Also wirklich immer, immer. Und zwar den hier. Der ist viel, viel teurer. Und der andere ist genauso gut und kostet fast nur die Hälfte. Also wirklich eine große Empfehlung. Dann sehe ich hier noch was Neues von Bilou. Ich wusste gar nicht, dass es da auch Deos gibt. Und zwar diese zwei hier. Bei den Masken wollte ich natürlich auch noch mal vorbeischauen. Eigentlich glaube ich, bin ich noch gut versorgt und habe noch recht viele Masken. Aber ich sehe gerade hier für die Augen, und zwar die hier. Die kenne ich jetzt noch nicht. Die lilanen und die blauen, die kenne ich schon. Aber diese, ich sage es immer, türkisen hier, die kenne ich noch nicht. Ich glaube, die werde ich mal mitnehmen und testen. Hier bin ich gerade bei M. Asam, bei diesen ganzen Pflegesachen. Und ich sehe gerade, das hier habe ich mir voriges Mal im Internet bestellt. Ich wusste gar nicht, dass es das auch bei Rossmann gibt. Okay, fürs nächste Mal. Das gibt es jetzt also auch hier. Cool. Dann habe ich hier noch was Neues gesehen. Eine Feuchtigkeitscreme. Ich weiß, die Produkte sind immer sehr teuer, aber die sind ihr Geld auch wirklich wert. Also da kann man wirklich nichts verkehrt machen, finde ich persönlich. Ich habe hier gerade so ein Reinigungsöl entdeckt. Das finde ich ja voll cool, vor allem mit diesem Pumpteil. Ich glaube, das werde ich mal mitnehmen. Ich finde das immer sehr praktisch, wenn man sowas gleich in der Dusche zu stehen hat. Das werde ich mal testen. Dann sehe ich hier unten noch ganz viele neue Produkte. Kenne ich noch nicht, habe ich auch noch keins davon getestet. Wenn du die kennst, dann schreib mir gerne mal, wie die sind. Von Lisana gibt es ein neues Body Spray für 2,49 € mit Aloe Vera ist das. Auch neu von Lisana ein Selbstbräunungsmus, der kostet 3,99 €. Und hier unten sehe ich gerade noch von Darf was Neues. Und auch noch eine neue Pflegecreme von Darf, allerdings im Tiegel. Und hier oben sehe ich gerade die neuen Lippenstifte von Maybelline. Hier bei Revolution noch einen Primer. Schau mal bitte, wie der ausschaut. Das sieht ja fetzig aus. Dann habe ich hier noch einen Highlighter entdeckt. Der sieht auch sehr, sehr schön aus. Und dann gibt es außerdem noch die Palette hier. Ich werde mal gucken. Hier gibt es noch einen Tester, dass ich die für euch mal öffne. Ach komm, geh auf. So sieht die von innen aus. Guck mal bitte. Sehr schöne Farben. Auch sehr unterschiedlich. Richtig cool. Hier teste ich gerade den Highlighter. Man sieht doch den Lippenstift durchschimmern. Ich wusste gar nicht, dass es bei Essence auch solche Produkte hier gibt. Ist ja richtig cool, dass die das jetzt richtig im Sortiment haben. Und außerdem sehe ich hier daneben noch alles mögliche für die Augen, also so Augenpads und so, haben sie jetzt auch im Sortiment richtig mit drin, richtig cool.
Und ganz hier unten habe ich noch was Neues entdeckt, und zwar für die Füße. Sowas hier. 2,69 kostet das Ganze. Und dann sehe ich hier daneben noch so ein Schwämmchen. Also das kenne ich auch noch nicht, aber hier steht jetzt gerade nicht neu dran. Ich persönlich kenne es noch nicht. Bei den Lippenprodukten wollte ich auch noch mal durchschauen. Hier wollte ich auch noch ein Geschenk mitnehmen. Vielleicht entdecke ich hier auch noch irgendwas super Spektakuläres. Und hier unten sehe ich gerade von Blistix den grünen hier. Den kenne ich auch noch nicht. Also für mich wäre der jetzt auch noch ganz neu. Und hier oben sehe ich noch einen, und zwar von Alterra. Hier steht auch sehr gut drauf. Ich glaube, ich werde den mal mitnehmen. Als nächstes bin ich jetzt hier bei dem ganzen Duschzeugs, und da schauen wir einfach mal durch, was auch noch neu ist. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Nachfüllseife muss ich auch unbedingt kaufen, und das hier ist, finde ich persönlich, die beste Nachfüllseife. Die ist antibakteriell und die kann man einfach für die Hände nehmen, fürs Gesicht oder auch dem Körper, und deswegen ist die so gut. Dann ist hier so ein kleines Regal, da sind so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen ja Geschenke-Sets aufgebaut, und da kann man auch so richtig coole Sachen zusammenstellen. Unter anderem habe ich jetzt hier gerade so ein Set gefunden von Bilou. Aber hier so daneben, also es gibt auch noch viele weitere Sets, zum Beispiel das hier von Isana. Das kostet jetzt gerade 2,79. Finde ich auch eine ganz süße Idee. Ich suche immer noch meine kleinen Haarspangen. Und zwar solche hier, nur noch eine Nummer kleiner. Und leider gibt es die irgendwie nicht mehr. Das ist so schade, denn ja, viele andere Sachen rutschen bei mir einfach raus. Oh, ist das süß hier mit dem Krönchen. Das ist ja niedlich. Oder die hier unten, diese kleinen Steifchen. Auch super süß. Solche Haarspangen hier würden mir auch gefallen. Allerdings rutscht sowas bei mir einfach komplett raus. Also das ja, kann ich mir dann gleich schenken, sowas reinzumachen. Das rutscht einfach sofort wieder raus. Wow, ich sehe gerade hier richtig coole Nägel. Richtig cool mit Strass besetzt. Das sieht ja echt spektakulär aus. Richtig hübsch. Und dann sehe ich hier noch welche. Hier gefällt mir auch die Farbe sehr gut. Schau mal bitte die hier. Wie gefallen dir die? Schreib mir gerne mal. Ui, ich habe ein neues Quetschi entdeckt. Und zwar von Pepper Woods. Naja gut, okay, George ist da eher oben. Also aussehen tut das schon mal richtig niedlich. Allerdings der Preis 1,19. Okay, das hier so, schau mal. 1,19 kostet ein einziges. Okay, den finde ich jetzt nicht so gut im Preis. Wow, schau mal bitte. Hier gibt es von Domol neue Raumdüfte. Die sehen ja beide sehr cool aus. Ich habe noch ein neues Waschmittel entdeckt. Das ist antibakteriell. Also ist quasi alles in einem. Braucht man keinen extra Hygienespüler verwenden. So, einige Stunden oder eher viele, viele Stunden später schaffe ich es, endlich euch meinen Einkauf zu zeigen. Er ist ziemlich groß geworden. Daher würde ich sagen, starten wir mal direkt. Ich habe im letzten Rossmann Leihvoll einige ja, Düfte ausprobiert und habe dann später so gemerkt, so, oh, das riecht ja so gut. Das musst du dir unbedingt beim nächsten Mal holen. Und jetzt habe ich natürlich endlich zugegriffen und diesen Duft hier gekauft. Ich finde, der riecht so, so gut. Der ist schon etwas stärker, würde ich sagen, oder intensiver, ist recht süß. Aber ich mag den sehr, sehr gerne. Auch für den Alltag finde ich den sehr, sehr gut. Dann musste ich das hier unbedingt mitnehmen. Das sind solche ja kleinen Haarbänder. Die sind so leicht geflochten in Schwarz. Finde ich sehr, sehr gut. Haarspangen ist so eine Sache. Ich wollte eigentlich gerne wieder solche Clips-Haarspangen hier haben. Ich muss hier von denen jetzt auch zwei reinmachen, weil das sonst einfach absolut nicht hält bei mir. Das sind nämlich nicht die, die ich eigentlich möchte. Es gibt noch eine Nummer kleiner von denen. Daher sind es jetzt solche Haarbänder geworden, in der Hoffnung, dass ich dann mein Haar auch ein bisschen zurückmachen kann. Die haben jetzt gekostet 2,49 und hier sind auch gleich zwei Stück dran. Dann wollte ich unbedingt diese Augenpads hier ausprobieren. Die hatte ich jetzt ja für mich quasi, sage ich mal, neu entdeckt. Ich kenne sie noch nicht. Die anderen zwei Farben kenne ich schon.
Das hier habe ich noch nicht getestet, bin ich sehr gespannt drauf. Das hast du unter anderem auch schon im Laden gesehen. Ich habe mir ein Reinigungsöl mitgenommen von Alterra Naturkosmetik. Möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Ich finde sowas unter der Dusche einfach sehr, sehr schön, wenn man das gleich dazu stehen hat. Ist auch in so einem super tollen Pumpspender, also richtig praktisch. Ich werde natürlich gerne berichten, wie der so ist. Außerdem eine riesen Flasche Agavendicksaft. Ein absoluter Favorit, um ja Wäsche zu waschen und sie dann lange duften zu lassen, sind diese Perlen hier. Ich weiß, die sind immer nicht so ganz günstig. Ich warte auch immer, bis ich irgendwelche Coupons habe oder ja, sie irgendwie im Angebot sind. Und diesmal konnte ich auch wieder Coupons nutzen. Daher musste ich hier auch gleich wieder zugreifen. Dann musste ich hier auch mal unbedingt zugreifen. Hatte ich auch noch nicht das Waschmittel hier. Schreib mir gerne mal, welches dein absolutes Lieblingswaschmittel ist. Bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht könnt ihr mir auch was empfehlen. Hier habe ich jetzt einfach nur zugegriffen, weil es gerade mal 2 Euro gekostet hat. Das kriegt irgendwie ein neues Design. Darüber freue ich mich am meisten, auch wenn man es kaum glauben kann. Ein einfacher, normaler Haushaltseimer. Hier hat man noch so einen super coolen, Ausguss. Kann man super ausgießen. Meine Eimer sind nämlich komischerweise immer wieder verschwunden. Vor allem so eine kleineren hier. Kennt bestimmt jede weibliche Person, dass Männer sowas irgendwie immer gebrauchen können. Und dann sind ja solche Eimerchen hier immer ganz schnell verschwunden. Außerdem brauchte ich unbedingt wieder Küchentücher. Die werden auch gefühlt jedes Mal irgendwie teurer, kommt mir so vor. Also jetzt sind wir schon bei 2,25. Dann einmal Wickelunterlagen, habe ich euch auch schon oft gezeigt. Die nehme ich nicht zum Wickeln, sondern die sind einfach fürs Katzenklo. Das lege ich einfach davor. Wenn dann die Katze ja nochmal so ein paar Krümelchen verlieren sollte, dann fällt das auf diese Matte hier. Und irgendwann, wenn es dann nicht mehr so schön aussieht, dann tausche ich das immer mal aus. Außerdem kaufe ich sowas hier sehr, sehr gerne, Gemüseburger. Ich finde, das ist immer eine super Alternative und uns schmeckt das einfach auch. Also mir persönlich schmeckt das sehr, sehr gut und ich finde das natürlich auch viel besser als irgendwelches ungesundes Fleisch. Ich versuche da einfach drauf zu achten. Es ist nicht so, dass ich gar kein Fleisch esse, aber ich versuche es ein wenig zu vermeiden, sagen wir es mal so. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du Veganer bist, Vegetarier oder was auch immer. Bin ich mal sehr gespannt. Von denen musste ich unbedingt auch gleich 2 Packen mitnehmen. Das sind solche Nachfüller, Seifennachfüller. Ich fülle die auch in unseren Sakrotanspender. Ich habe da oben einfach mal ein Loch reingepiekst und kann das jetzt problemlos nachfüllen. Dann einmal Mundspülung. Die hier hatte ich auch noch nie. Möchte ich auch gerne mal testen. Die war einfach im Angebot. Dann habe ich für unsere kleine Maus wieder eine Lippenpflege mitgenommen. Hier kaufe ich immer gerne Hip. Dann habe ich von Darf eine neue Bodylotion gekauft. Blende ich euch einfach mal hier ein. Die habe ich jetzt vor dem Videodreh schon eingepackt, weil ich das nachher einfach gleich verschenken möchte. Es kommt zu einem Geschenk dazu. Ich habe es jetzt schon eingepackt. Ich werde es jetzt nicht wieder aufreißen, deswegen blende ich euch das Ganze mal ein. Und unter anderem auch eine Lippenpflege blende ich euch auch hier mal ein. Die habe ich auch noch dazu gekauft und ja, auch schon verpackt. Ich hoffe, dass sie einfach gut ist. Mich hat jetzt einfach angesprochen, dass da drauf steht, sehr gut. Und möchte ich gerne verschenken. So, die anderen Sachen zeige ich euch ein bisschen im Schnelldurchlauf, damit das nicht ganz so lang wird. Hier habe ich einmal Müllbeutel, dann wieder Quetschis mitgenommen. Hier geht es weiter mit jeder Menge Waschmittel. Und hier hinten dann noch Hygienespüler. Die hier nutze ich einfach gerne, um mich abzuschminken. Also quasi erstmal den groben Dreck runterzuholen und dann noch Micellenwasser und so weiter. Aber das hier, um mich grob abzuschminken, funktioniert super. Dann einmal wieder Glasreiniger. Machen wir mal hier unten weiter. Ein Deo. Die hier wollte ich euch nochmal in der Nahaufnahme zeigen. Die sind so richtig hübsch geflochten. Einmal ein bisschen breiter und größer. Und das hier ist so ein bisschen schmaler. Finde ich auch sehr süß. Dann wieder ein Eyepencil. Hier nehme ich immer den von Essence. Der ist einfach so gut und der hält perfekt. Eine Zahnbürste. Dann einmal Wattepads und hier habe ich dann noch so ein paar Säfte gekauft, unter anderem mal wieder Capri-Sonne, freue ich mich sehr drauf. Dann was zum Knabbern, Geschirrspültabs und noch jede Menge Kosmetiktücher. Ich hoffe natürlich, das heutige Video hat dir gefallen. Zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir natürlich unten in die Kommentare. Ich versuche alles so gut wie es geht zu beantworten. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, bleib schön gesund und bis ganz bald zum nächsten Video. Ciao!